Hallo, willkommen zum Beispiel räumliches Sehen. Betrachtet man einen Gegenstand, so schließen die beiden Augen, A1 und A2, mit einem Gegenstand G einen Winkel ein. Dieser Winkel wird hier mit Epsilon bezeichnet. Das sind die beiden Blickrichtungen. Der Abstand zwischen den beiden Augen wird mit D bezeichnet. Wir sollen nun eine Formel angeben, mit deren Hilfe man den Abstand G in Abhängigkeit von D und Epsilon berechnen kann. Gut, betrachten wir zunächst einmal dieses Dreieck. Aufgrund der Eigenschaften ist es ein gleichschenkeliges Dreieck. Hier haben wir die Höhe eingezeichnet. Die Höhe eines gleichschenkeligen Dreiecks halbiert immer die Basis. Deshalb ist dieser Abschnitt genau die Hälfte von der Gesamtlänge. Also hier haben wir dann d halbe und hier ebenfalls d halbe. Hier haben wir nun ein rechtwinkliges Dreieck und das ist ganz wichtig. Wir suchen ja immer rechtwinklige Dreiecke. Dieses rechtwinklige Dreieck möchte ich hier explizit nach außen zeichnen noch einmal. Also wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Diese Kathete ist die halbe. Die Hypotenuse hat die Länge g. Und dieser Winkel, jetzt müssen wir noch einmal hier zurückgehen. Im gleichschenkligen Dreieck wird natürlich auch dieser Winkel hier halbiert durch die Höhe. Das heißt, dieser Winkel hier ist Epsilon halbe. Also wir kennen im rechtwinkligen Dreieck von einem Winkel die Gegenkathete und dann kennen wir noch die Hypotenuse. Das heißt, es läuten sofort die Alarmglocken. Der Sinus eines Winkels Alpha ist ja grundsätzlich immer Gegenkathete durch Hypotenuse. In unserem Fall Sinus des Winkels Epsilon halbe ist gleich d halbe durch die Hypotenuse, also durch g, und das machen wir gleich geschickt. Ein Bruch wird durch eine Zahl dividiert, indem der Nenner mit dieser Zahl multipliziert wird, also können wir gleich herschreiben, 2 mal g. Gut, wir suchen nun in diesem Beispiel den Wert von g, das heißt, wir multiplizieren diese Gleichung mit g, so erhalten wir g mal den Sinus des Winkels Epsilon halbe ist gleich d halbe. Und nun müssen wir nur mehr durch den Sinus von Epsilon halbe durchdividieren. Und wir erhalten g ist gleich d durch. Wenden den gleichen Trick an, ein Bruch wird durch eine Zahl dividiert, indem der Nenner mit dieser Zahl multipliziert wird, 2 mal Sinus von Epsilon halbe, und wir haben dieses Beispiel gelöst.